Phoenix persönlich. Hier auf dem Dach eines Parkhauses in Köln-Chorweiler beginnt eine riesengroße Karriere. Der Junge aus dem problematischen Stadtviertel wird zum internationalen Fußballstar. Ich begrüße Hans Sapay ganz herzlich bei Phoenix persönlich. Ich freue mich sehr, dass Sie bei mir sind. Was ist das für eine Erinnerung, wenn Sie hier auf dem Dach eines Parkhauses jetzt sitzen nach so vielen Jahren? Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Und ja, es ist ja eine Reise zurück in die Vergangenheit, hier nochmal so zu sitzen. Natürlich, dann erinnert man sich so an so viele Sachen, die hier passiert sind, die Spiele, die hier gefochten wurden, die ich alle gewonnen habe. Na klar, und die Tore, die Sie alle geschossen haben. Sie haben mit 5, 6 Jahren angefangen, Fußball zu spielen, hier mit den anderen Jungs. Und das war sicherlich ja auch eine prägende Zeit. Wie haben Sie das damals empfunden? War man glücklich in dieser Kindheit, zu dieser Zeit? Haben Sie negative Erfahrungen auch gemacht? Ja, absolut. Ich war total glücklich. Wir haben uns jetzt keine großartigen Gedanken gemacht oder Probleme gehabt, okay, dass, ob wir sagen müssen, wir haben kein Essen oder wir wissen nicht, was wir kaufen sollen. Natürlich war es so, dass dass meine Eltern nicht gesagt haben, du kannst dir alles, wir können uns alles leisten, du kannst dir den nächsten Computer nehmen, wenn der kaputt geht, holen wir uns den nächsten. Wir haben schon darauf geachtet, was wir ausgeben. Wir konnten jetzt keine einfachen Urlaube machen. Wir sind zum Beispiel nicht in unsere Heimatland geflogen nach Ghana, weil das Geld einfach nicht da war, um eine 4-5-köpfige Familie den ganzen Flug zu bezahlen. Aber sonst war es eine sehr schöne Kindheit und ich erinnere mich sehr gerne daran, aber natürlich gab es auch Momente, wo man sagt, so hätte man das erleben müssen, wenn man zum Beispiel auch im Parkhaus darunter parkt, sein Auto parkt und dann durchs Keller hoch in die Wohnung möchte und dann jemanden sieht, den man auch kennt, der sich gerade einen Schuss gibt und man ist 16, 17 Jahre und man weiß in dem Moment gar nicht, was man machen soll. Ich kenne die Person und du redest mit denen und dann gehst du weiter. Und in dem Moment habe ich gar nicht nachgedacht. Jetzt viel später, wenn ich jetzt darüber spreche, denkst du auch so, boah, krass, mit so jungem Alter sowas zu erleben. Es war schon eine harte Schule, wo du aufgewachsen bist. Sie sind in Ghana geboren, aber hier aufgewachsen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, Sie haben es ja gerade beschrieben, das ist ein Stadtviertel, was vor allen Dingen damals auch sozial sehr problematisch war mit Kriminalität, aber wahrscheinlich ja auch mit Ressentiments gegenüber denen, die möglicherweise aus ihrem Äußeren heraus hier nicht hingehörten. Haben Sie Rassismus, haben Sie Ablehnung hier erfahren? Ja, in Köln-Chorweiler ist eben so gewesen, dass alle Kulturen hier aufeinander getroffen sind und aber auch Deutsche hier gelebt haben. Und ich für meine Kindheit, ich habe gar keinen Unterschied gemacht jetzt, ob da ein Afrikaner, Türke, Deutscher, Pole da war. Wir haben draußen uns getroffen und haben gespielt. Da gab es jetzt keine Abneigung zu irgendjemand. Wenn es Streitigkeiten gab, dann hat man sich beleidigt, man hat sich gekloppt und dann war es wieder vergessen. Aber das haben Sie später natürlich erlebt. Ein Mitglied des Integrationsrates, nämlich Eli Abeke, der hat gesagt, was wir so stark erlebt haben immer wieder, sind so Kleinigkeiten, so Alltagsdinge, wie zum Beispiel, dass jemand zu uns gesagt hat, naja, aber so wie Sie aussehen, sprechen Sie aber gut Deutsch. Oder dass man einfach geduzt wird. Hat sich das dann später entwickelt an Erlebnissen in dieser Art bei Ihnen? Ich glaube, wenn man Kind ist oder Jugendliche, dann nimmt man so welche Sachen gar nicht so wahr. Weil dann antwortet man einfach. Aber grundsätzlich, der Rassismus war immer schon da, von Anfang an, wie du schon sagst.
ich heiße Hans, wenn ich am Telefon bin, dann denkt jeder natürlich, ich spreche gut Deutsch, das ist wahrscheinlich ein Deutscher. Wenn ich dann ankomme und ich sage, ja, hier bin ich, hier ist Hans, sagt er so, nee, ich habe doch, kann gar nicht sein, Sie sprechen gut Deutsch, woher kommen Sie denn? Und dann sagst du, wie? Und meine Antwort war immer so wie, ja, hier aus Köln-Korweiler, Köln, woher soll ich kommen? Am Anfang hab ich das gar nicht verstanden. Und wenn man auch so jung ist, glaube ich, 16, 17, 18, 19, dann macht man sich so diese Gedanken nicht. Das kommt viel später. Wenn du auf Wohnungssuche bist und wie nochmal am Telefon, dein Name, du sprichst gut Deutsch, wenn du da ankommst und die dich sehen und du merkst einfach an der Reaktion, dass er sich jetzt überlegt, wie kann ich ihn jetzt abwimmeln, damit er die Wohnung nicht kriegt oder sagt dann, ja, die ist schon vergeben. Du merkst das einfach, siehst an seiner Art, an seiner Reaktion, es hat was mit deiner Hautfarbe zu tun. Er will dir die Wohnung nicht geben. Wenn du einkaufen gehst und du betrittst den Laden und du merkst, ein Verkäufer schleicht hinter dir her die ganze Zeit, weil er denkt, weil du schwarz bist, dass du was klauen willst, dass du kriminell bist. Und das hat dann immer natürlich mit der Hautfarbe zu tun und du dir Gedanken machst, was habe ich falsch gemacht? Jetzt ist das natürlich für Sie eine besondere Rolle gewesen später, weil Sie waren Fußballstar, Sie waren ein Prominenter, Sie waren ein erfolgreicher Mensch, der trotzdem solche Dinge erfahren hat. Ich habe einen Sportwagen, dann fahre ich mit dem Wagen und ich fahre an einer Polizei vorbei. Und ich sage so, in meinem Kopf, ich weiß, ich sage, die werden mich jetzt verfolgen, die werden mich anhalten. Und ich gucke in den Rückspiegel, ich sehe, wie die hinter mir herfahren, ich sage so. Ja, passiert das denn dann tatsächlich auch? Das passiert. Und dann fragen die, ja, normale Kontrolle, wollen nur mal gucken und so. Und dann sehen die meinen Namen, sagen, ja, Sapai, so, wie geht's, so und so. Und dann Smalltalk, hey, alles klar, so, Dings, ja, und wie war das Spiel, so, und dann tschüss. Ich sage, ja, tschüss, aber dann fahre ich und du denkst so, die Penner, der hat mich angehalten. Weil ich schwarz bin. Hätte er da gesehen, dass ich Hans Sapai wäre, hätte er mich nicht angehalten. Aber nur wegen meiner Hautfarbe. Den ersten Moment haben die gesagt, Hautfarbe, dicken Wagen, Sportwagen. Muss irgendwas Krummes dabei sein. Und dann hält er mich an. Und das schmerzt natürlich. Es ist so. Hat jemand mal in einem Kommentar geschrieben, Sie sind 100% Ghana und 100% Deutscher. Das fand ich eine sehr schöne Beschreibung, weil es ja auch eine große Akzeptanz bedeutet. Wenn Sie aber mit Familienmitgliedern reden oder Freunden reden, die auch Schwarze sind, die aus Afrika zum Beispiel stammen, was für Erlebnisse erzählen die Ihnen? Ja, bei den anderen ist es natürlich viel, viel extremer. Da geht es dann so weit, dass du wirklich deinen Ausweis zeigen musst, dass du mit zur Kontrolle musst, dass du verhaftet wirst, dass du in der Öffentlichkeit mit Handschellen abgeführt wirst, obwohl du nichts getan hast. Und das Problem ist ja dann an der Sache, wie willst du das sofort beweisen? Weil die schön dich ab, alle haben gesehen, dass die Polizei dich abführt und denken natürlich, du musst was getan haben. Für dich in der Außendarstellung ist natürlich eine Katastrophe. Und diese Leute zum Beispiel, die kriegen dann keine Wohnung. Die suchen und suchen und suchen und suchen und finden keine Wohnung. Der Fußball hatte eine ganz wichtige Funktion, nicht nur, weil sie so enorm erfolgreich geworden sind, sondern auch quasi als Funktion für die Integration. Und das ist ja auch ein der Grund, warum Sie sich weiterhin um den Fußball, auch um Jugendliche und Kinder kümmern. Wir gehen mal auf den Fußballplatz. Wir sind jetzt in Köln-Niehl. Kennen Sie auch noch gut? Ja. Haben Sie auch gespielt? Man redet ja so gerne über die Integrationskraft von Fußball. Also so dieses Gefühl, wir sind zusammen, wir einer Idee nachgehend. Aber Sie haben andererseits auch erlebt, wie Sie auf den Platz kommen, etwa in Cottbus, und dann kommen Affenlaute.
Gibt es beides? Kann man sagen, ja, das ist eben so. Es gibt sowohl die Solidarität und die Integrationsfähigkeit als auch das andere im Fußball? Ja, es gibt beides. Man kann das so sagen, weil, aber man muss es unterscheiden. Die Mannschaft auf dem Platz, da ist ja eine Struktur hinter. Jeder Spieler, egal ob du mit 6 Jahren angefangen hast, weißt du ganz genau, was darf ich, was darf ich nicht. Wir sind ein Team, wir haben ein Ziel zusammen, wir wollen ein Spiel gewinnen. Und da geht es nicht darum, wie ich aussehe, welche Religion ich habe. Da geht es darum, wie ist mein Pass, wie haue ich den Ball in den Winkel. Und das ist die Struktur. Das, was ich in Cottbus erlebt habe, das kommt ja nicht von der Mannschaft. Das kam aus den Rängen. Diese Affengeräusche, die Bananen, die Beleidigungen, um mich eigentlich fertig zu machen, damit ich mein Spiel nicht spielen kann. Da natürlich ist da ein Stück weit Hass dahinter. Einfach nicht nur, damit ich schlecht spiele, aber auch, die sehen eine Bedrohung von mir, dass ich besser bin als deren Spieler. Aber wenn man so als Mannschaft zusammen ist, die Mannschaft ist immer eine Einheit. Da denkt keiner an irgendeine Hautfarbe. Ja, das verstehe ich. Aber wir haben ja zum Beispiel so einen Fall bei Mainz 05. Da ist jemand ausgetreten, weil er gesagt hat, ich verstehe das gar nicht mehr. Da spielen ja, ich glaube, er hat geschrieben, Farbige nur noch. 7 Farbige, da ist ja kaum noch ein Deutscher dabei. Die deutschen Talente werden ja gar nicht mehr berücksichtigt. Dann hat er den Austritt erklärt und dann hat der Verein reagiert und hat gesagt, ach, eigentlich sind wir froh, dass sie draußen sind. Ist das eine Reaktion, die Sie gut finden? Ja, die erste Reaktion ist sehr gut von Mainz. Stark, eine starke Aktion vom FSV Mainz 05. Aber ich hätte mir noch gewünscht, dass Sie dazu geschrieben hätten, diese farbigen Spieler, da ist ein Deutscher dabei, ein Österreicher, Luxemburger, Holländer. Das sind die Spieler, die auch in Deutschland groß geworden sind. Das sind Deutsche. Also das ist im Grunde das, was wir eben besprochen haben. In Chorweiler, da wo Sie aufgewachsen sind. Dieses Gefühl, wenn man anders aussieht, gehört man gar nicht dazu. So, ganz genau. Derjenige, der da ausgetreten ist, der beschreibt das ganz gut, wofür wir eigentlich kämpfen. Dass es gar nicht darum geht, um die Hautfarbe. Es geht einfach darum, dass wir Menschen sind. Und da sieht man, diesen Leuten, die Rassisten sind, denen geht es darum, die wollen einfach den Menschen kaputt machen. Der sagt ja, da sind zu wenig Deutsche. Wenn die ganzen farbigen Deutsche wären, würde es ihnen auch nicht reichen. Würde irgendeinen anderen Grund nehmen und dagegen zu stänkern. Und da, glaube ich, hätte ich nochmal von Mainz 05 mir gewünscht, dass sie sagen, was erzählst du denn da? Die Spieler sind Deutsche. Auch der DFB bemüht sich ja. Da gibt es also einen Integrationspreis und da gibt es Beauftragte dafür, gegen Rassismus vorzugehen. Und da gibt es immer wieder Aufrufe. Trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, da gibt es eine gewisse Solidarität, aber letztendlich bewirkt die auch gar nicht so viel. Das ganze Problem ist, der DFB, für mich macht der DFB zu wenig. Schilder aufhängen und die Spieler kommen damit rein und sagen, wir sind gegen Rassismus, ist zu wenig. Ja, was kann er denn machen? Die müssen Brücken schaffen. Schauen wir uns doch die deutsche Nationalmannschaft an. Schauen wir doch Sané, Boateng, wo die alle herkommen. Gnabry. Warum kriegen wir das nicht hin, dass wir sagen, wieso machen wir denn kein Spiel in Ghana, wo Boateng herkommt, wo seine Wurzeln herkommen? Einfach, um Brücken zu schaffen. Das Problem ist doch, viele haben Angst, haben das ist was Fremdes, was Ungewohntes. Zeigt den Leuten mit der deutschen Nationalmannschaft, weil Fußball so eine Wirkung hat, so eine Kraft hat. Zeigt den Leuten in Deutschland doch, wie ist es in Ghana? Das ist unser Spieler Boateng, der aus Ghana kommt, der für unsere deutsche Nationalmannschaft spielt, der stolz ist, Deutscher zu sein. Aber
Er ist auch stolz, Ghanaer zu sein, weil seine Herkunft da ist. Wir haben jetzt ein Länderspiel da gemacht. Wir zeigen der deutschen Bevölkerung, wie es in Ghana ist. Nicht immer diese Bilder, da ist Armut, Hunger, weil es gibt auch andere Seiten da. Wir bringen den Leuten das ein bisschen näher. Und so schaffen wir doch eine Brücke, wo wir sagen, das sind die Spieler, die bei uns spielen, da kommen sie her, aber sie sind Deutsche. Hat sie das verletzt damals in Cottbus oder hat sie das verletzt, wenn sie solche Dinge erleben, auch von anderen Spielern, die mit Affenlauten begrüßt werden, denen Bananen aufs Feld geworfen werden etc. Wie stark ist ihr Gefühl in einem solchen Augenblick noch des Schmerzes, des Protestes oder gewöhnt man sich daran? Denn die Gewöhnung wäre ja sehr gefährlich. Damals war ich sehr jung und war meine ersten Jahre der Bundesliga-Zeit. Und damals hieß es, das gehört dazu, da musst du durch. Das musst du durchhalten. Ein guter Spieler, der schafft das schon. Natürlich hat mich das total getroffen. Ich war aber auch alleine. Ich konnte, in der Situation hat mir kein Mannschaftskollege, kein Trainer, kein vom Verein geholfen. Ja, aber das wäre ja das, was man im Fußball machen könnte. Absolut. Man könnte ja dort Solidarität zeigen von verantwortlichen Trainern, von Vereinsbossen etc. Das hat sich auch geändert. Das wird ja jetzt gemacht. Wenn so welche Vorfälle jetzt sind, sind die Vereine ja da, sind die Verantwortlichen da, machen. Aber wir müssen versuchen, dass es gar nicht erst wieder passiert. Wir müssen diese Leute, man kennt die ja. Man weiß ja in diesen Stadien, die Fans, welche Leute das so sind. Die müssen wir da rauskriegen. Die müssen wir gar nicht mehr ins Stadion rein. Ja, aber wie können Sie dann reagieren, wenn ein Vereinschef, bei dem Sie auch mal gespielt haben, bei Schalke 04, ein großes Problem bekommt, weil er davon spricht, dass immer wenn es Nacht wird in Afrika, Kinder produziert, und das hat er so geäußert, produziert werden. Es gab einen riesigen Sturm der Entrüstung und er hat sich dann distanziert, aber sowas fällt einem ja nicht sozusagen plötzlich ein. Das hat ja was mit Ressentiments zu tun. Das ist ja dieser Alltagsrassismus, das ist das Schlimme, dass diese Sachen in deren Köpfen drin sind. Das ist ja das, wo viele sagen auch, ich bin nicht rassistisch. Aber diese Sachen, wenn sowas rauskommt, merkst du, vielleicht meint er, hat das auch nie so böse gemeint. Viele verstehen das nicht, wenn ich das sage, der hat das nicht so böse gemeint. Der wollte, will was Gutes, aber dann merkt man eigentlich, wie sein Gedanke ist. Das ist dasselbe wie, ich gebe ein gutes Beispiel, ich komme in eine Mannschaft rein, neue Mannschaft, ich stelle mich vor so und so und wir haben Training, nach dem Training dusche ich und bin nur mit einem Handtuch und dann sagt der Kapitän so, boah, die Neger, die sehen aber immer wieder gut, die sind richtig gut gebaut, die sind top. Dann frage ich den so, was soll denn das? Sagt er, ich habe dir doch ein Kompliment gemacht. Da habe ich gesagt, was für ein Kompliment. Habe ich gesagt, kennst du dieses Sprichwort, wenn ich dir sage, geh mal was da holen, und dann sagst du, ich bin nicht dein Neger. Ist das positiv oder negativ? Dann überlegt er so, ja, aber ich wollte das positiv meinen. Das soll positiv, dass du gut gebaut bist. Habe ich gesagt, ja, aber überleg dir doch mal, was du da sagst. Und das ist das Gleiche mit Tönnies. Genau das Gleiche. Die wollen was Positives sagen, aber sind so in ihrem Alltag Rassismus im Kopf drinnen, dass sie das komplett anders wiedergeben. Und diese Alltagsrassismus, dieses im Kopf, das ist das Gefährliche. Diese Leute, die Glatze tragen und die öffentlich so machen, die kennt man doch, die kann man bekämpfen. Ja. Aber die anderen, die kriegst du ja nicht mehr aus den Köpfen raus. Ja, wir wollen ja gerade auch noch mal über diese weltweite Protestaktion sprechen, über diese weltweiten Demonstrationen, ob die tatsächlich an einem Punkt sind, wo man sagt, da ändert sich möglicherweise was. Kriegen Sie den noch rein oder ist das zu lange her? Mal probieren. Probieren wir mal. Gehst du ins Tor? Ja, ich nicht. Nee. Ich schieße doch nicht feste. Nee, das kriege ich nicht gehalten. Ich schieße nicht feste. Ja, okay. Ich habe noch nie im Tor gestanden.
Du schießt nicht feste, das will ich schieße echt nicht feste. Du musst auf die Linie. Ja. Nicht fuschen, ne? Nein. Schwach von mir. Als Sie die Bilder gesehen haben von George Floyd, dem Schwarzen, dem offenbar so lange die Luft weggedrückt wird von dem auf ihm knienden Polizisten in den USA, bis er stirbt. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Wie haben Sie das empfunden? Boah, wenn man die Bilder sieht und du weißt, er macht das wegen der Hautfarbe, also emotional so fast schon Tränen gehabt, weil die Gedanken einfach bei mir so waren, was ist alles mir schon passiert? Und ich glaube, jeden einzelnen Schwarzen ist dieser Gedanke schon gekommen. Wir sind jetzt nicht gestorben, aber das kann uns auch passieren, das kann mir passieren. Und dann kommen dir wieder Sachen hoch, Alltagsrassismus oder normaler Rassismus, die du verdrängt hast oder an die du nicht mehr denkst. Ich kann ein Beispiel geben. Ich will auch nicht den Namen sagen. Wir haben ein Bundesligaspiel gehabt und wir sind im Hotel und haben Mannschaftsbesprechung. Und der Trainer ist da, macht die Aufstellung, wie wir spielen, und wir reden über den Gegner. Der Gegner spielt sehr überrechtslastig und so. Und dann sagt er so: Jungs, passt auf, die haben zwei Neger hier und die müssen wir hier decken. Und ich und Pablo sind in der Mannschaft und wir denken so, wir gucken uns an, denken so: Hä? Was hat er da gesagt? So, das heißt Schwarze. Sagt er: Ja, oh, okay, sorry. Macht weiter die Besprechung, sagt er: Ja, und dann gehen wir bei der Links. Und der Neger, den müssen wir wieder. Und du bist so schockiert da in dem Moment. Du spielst gerade ein Bundesligaspiel, du kannst dich gar nicht damit beschäftigen, jetzt deinen Trainer zu attackieren oder irgend sowas. Aber am Ende des Tages verdrängst du das und lässt das irgendwie so beiseite. Und dann kommt so eine Situation, die du dann im Fernsehen siehst, und dir fallen so welche Sachen dann wieder ein, was dir alles passiert ist, welchen Schmerz du hast. Und dann weißt du aber trotzdem, dass wir alle Schwarze echt stark sind. Die sind stark, weil sie ihr ganzes Leben schon sowas mitbekommen. Ein ganzes Leben kämpft jeder Einzelne für sich in seinen eigenen Kosmos eigentlich. Jeder kämpft für sich, und auch Schwarz untereinander reden nicht wirklich darüber, über dieses Thema, weil jeder seine Erfahrungen macht und dann auch ein Stück weit vielleicht auch Angst hat und zu sagen so: Ey, ich habe aber nichts gesagt. Jetzt gibt es ja weltweit Demonstrationen. Weltweit geht man unter dem Begriff I can't breathe, ich kann nicht atmen, also auf diesen Zustand, auf diese Situation von George Floyd auf die Straße und protestiert. Das ist immerhin weltweit, nicht nur in den USA. Haben Sie aus der Erfahrung der letzten Jahrzehnte das Gefühl, da würde sich etwas ändern können? Oder muss man sagen, Proteste ja, aber irgendwann kommt der Alltag wieder und es ist nicht viel passiert? Wir haben immer den Traum und wir hoffen immer, dass sich was ändert. Und deswegen machen wir das ja. Deswegen protestieren wir jetzt auch weltweit, weil wir auch das Gefühl haben, desto mehr wir protestieren und alle das machen, dass sich was ändert. Wenn wir nicht dieses Gefühl hätten, dann würden wir das nicht machen. Und dann bräuchten wir das auch nicht. Sie sind auch als Berater im Social-Media-Bereich tätig, beraten Leute bei den sozialen Medien. Das ist ein Ort, wo ganz viel Rassismus stattfindet. Was sehen Sie da? Ja, die sozialen Medien, ist ja so, dass man sich schön hinter einen Namen verstecken kann, also nicht seine richtige Identität. Und da kann man dann seinen freien Lauf lassen.
Und das ist natürlich dann sehr, sehr gefährlich, weil ob es Facebook, Instagram oder alles, da, zu wenig dagegen tut. Wir müssten eigentlich viel, viel mehr Leute einstellen, die wirklich diese Hasskommentare, diese Personen dann auch anzeigen, weil wenn du die nicht anzeigst, dann denken die, da passiert nichts. Und erst wenn eine Anzeige kommt, dann schrecken sie zurück und werden ruhiger. Das ist aber trotzdem, wir müssen dann trotzdem die Leute, nicht nur wir, man merkt das ja, die schreiben ja offen aber Kommentare. Aber kriegen Sie solche Kommentare auch? Oder sind Sie zu prominent? Ich bin wahrscheinlich zu sehr in der Öffentlichkeit, dass ich nicht so krasse Sachen bekomme. Aber natürlich gibt es die einzelnen Sachen, wo ich dann schon solche Kommentare mitbekomme, wo was hingeschrieben wird. Und da steht natürlich dann, geh zurück, woher du kommst, geh auch zurück zu deinen Affen oder irgend sowas. Und ich habe aber das Glück, meine Community, wenn sowas öffentlich steht, die reagieren da drauf. Die bekämpfen den. Und, aber das reicht ja nicht, den dann nur von meiner Seite wegzubekommen. Der geht dann zu irgendeiner anderen Seite, der sich dann nicht helfen kann. Und terrorisiert die Person. Und das ist das Schwierige. Man muss die Person ja dann ausfindig machen und ihnen Dreck stellen. Und dass da was passiert. Man muss ja auch Jugend stark genug machen, vor allen Dingen auch diejenigen, die unter diesem Rassismus leiden, dagegen selber auch vorzugehen, stark genug zu sein. Das muss man schon in der Jugend, im Kindesalter anfangen. Wie machen Sie das bei Ihren Töchtern? Ja, ich sage ja, ich glaube, im Kindergarten wird das ganz gut gelehrt. Weil im Kindergarten sind viele Kulturen. Jeder bringt seine Kultur ein bisschen mit in das Kindergarten und dann tauscht man sich aus. Und die lernen die Kultur, den Türken kennen, der Muslim. So wie Sie es in Chorweiler auch kennen. Ganz genau, die tauschen sich so aus und die Kinder akzeptieren das, reagieren und es ist völlig okay. Und irgendwann, wenn die Kinder dann in die Grundschule gehen, dann bricht das. Dann gibt es diesen Austausch nicht mehr. Man bekommt nicht mehr so viel mit. Wie ist die Kultur bei den anderen zu Hause? Was geschieht da? Oder welche Kulturen gibt es überhaupt da? Und ich glaube, ich versuche einfach meinen Kindern das dann beizubringen, indem man natürlich, aber ich bin eben bunt. Ich habe deutsche Freunde. Aber wenn Ihre Tochter kommt und sagt, Papa, da hat mir jemand gesagt, du bist nicht von hier, du gehörst nicht zu uns, was sagen Sie dir dann? Ich sage ihr natürlich, du gehst hier, du bist Deutsche, du bist doch hier geboren. Ich erkläre dir das. Sie kennt ja auch nichts anderes. Aber natürlich muss ich ihr mit der Zeit auch meine Kultur verständlich machen, zeigen, woher der Papa kommt, wie ist dieses Land. Und dazu gehört es dann auch wieder, dann irgendwann mal nach Ghana zu reisen, ihr zu zeigen, der Papa kommt hier hin, guck mal, so sieht das aus, hier essen die das, hier machen die das, hier ist eine andere Struktur und so. Und dass sie dieses, weil am Ende muss sie selber entscheiden, gute Sachen, was sie da denkt, was es gut ist, diese Fröhlichkeit, Tanzen, verrückt sein, das kann sie dann auf sich nehmen und sagen, okay, das, was macht den Deutschen aus oder was macht den Türken aus, was machen die? Nimmt sie das, da nimmt sie ein Stück raus und macht ihre eigene Kultur so ein bisschen, wie sie dann möchte, wenn sie größer ist, daraus. Das ist, und das, glaube ich, das fehlt hier. Das endet ab der Grundschule, endet das. Und ich finde, es ist schwierig, aber es muss am Ende des Tages ein Fach geben, wie interkulturelle Kompetenz wahrscheinlich, um den Kindern immer weiter zu lehren, wie sind die Kulturen, warum sind da Unterschiede, welche Unterschiede gibt es. Aber dass es trotzdem nichts Besonderes ist, das ist gut. Weil das Problem, was hier ist, glaube ich, das Fremde
macht den Leuten Angst. Und diese Angst schürt dann und denkt, die anderen wollen denen irgendwie Arbeitsplätze oder was weiß ich wegnehmen. Und dann kommt dieser Rassismus auch noch dazu, weil sie sich dann irgendwie schützen wollen. Und wir sind ja schon so weit offen, 2020, dass so viele Kulturen hier sind. Aber das verlieren wir, indem wir nicht jedem einzelnen Kind oder Erwachsenen diese Kultur näher bringen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke auch.